Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. Beim letzten Mal haben wir den Hort des Bösen gefunden, wir haben Necrolots Festung gefunden. Allerdings können wir noch nicht rein, um ihn ein für alle Mal den Garaus zu machen, denn sein oder unser Geist, er hat unseren Geist dazu, ja, verdammt, dass er uns töten soll, sobald wir die dunkle Festung betreten. Und unsere einzige Chance ist es nun, die Magier zu befreien, um seine Macht zu schwächen. Und die Magier sollen irgendwo auf der Insel gefangen gehalten werden, in einer Art Dreieck, damit Necrolord Macht von den Lebenden bekommen kann. Und ja, diese Magier müssen wir jetzt befreien, bevor Necrolord sich manifestiert, also scheinbar seinen Körper wieder zurückbekommt. Ach, jetzt sind wir wieder hier bei dem Typen. Wo wir letzte Folge waren, hier gab es doch auch einen Weg nach unten, meine ich. Ja, guck mal, da ist ein Drachensnapper. Und heute wieder schön mit Zauber. Bam, bam. Oh, der hat sogar überlebt. Nicht schlecht. So, geht's hier links auch runter? Nee. Also, ja, es geht runter, aber nicht in dem Bereich, in den ich gerne hätte. So, Alter, hier sind dumme Spinnen, ehrlich? Die haben ja nicht mal den Hauch einer Chance. Meine, mein Scherge muss sich auch blöd vorkommen. Wozu hat der Typ mich gerufen? Der macht doch eh alles alleine fertig. Alter, wie viel Zeug man von diesen Spinnen einfach abnimmt. Und da sind ja gleich nochmal drei. Oh, jetzt bin ich ja wieder langsam. Jetzt haben die Gegner theoretisch eine Chance, mich zu treffen. So. Dann steigen wir mal den Berg hinab und suchen die drei Gefängnisse der Magier. Schon wieder Spinnen. Jetzt wird es auch langsam langweilig. Nach zwei Gruppen habe ich das jetzt schon gesagt. Ich meine, das Problem ist, sie sind ja nun wirklich, also es gibt ja wirklich wenig, was mir noch irgendwie Angst machen könnte. Ein Lindwurm oder ein Schattenlord. Aber Spinnen sind es nun wirklich nicht mehr. Die waren es eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, mit der Magie sind selbst diese Grabspinnen ja kein Problem. Wenn wir mal ehrlich sind. Oh, Dunkeldürrer mal wieder. Die gibt es auch noch. Die zählen aber auf jeden Fall nicht unter die Schatten. Na gut, die gab es ja auch schon in Risen 2. Da gab es die Schatten, oder waren die Schatten ja noch nicht gekommen. Das ergibt schon Sinn. So, weißt du was? Ich heile dich mal, mein Kumpel. Meine einfach, um dich dabei zu haben. Ein bisschen Begleitung ist ja immer gut. Ich meine, ich habe zwar mit Absicht die Begleitung entsagt, weil ich meine Crew nicht in Gefahr bringen wollte. Aber ja, ich meine, so ein leisen Schatten, der einem nicht widerspricht. Das ist doch immer was, was... Also das ist ein Kompagnon, den will jeder gerne haben. Ein Typ, der einem nicht widerspricht, ist da eine Spinne? Das ist das Beste, was man haben kann. Oh, Magier. Lass meinen Schergen in Ruhe. Geht doch nicht an hier. So, und da drüben haben wir schon eine Festung. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal sogar von oben gesehen. Da können wir ja mal gucken. Vielleicht ist das einer der Orte, wo diese Magier gefangen gehalten, also die drei Magier gefangen gehalten werden. Es ist einfach lächerlich, wie wir uns hier einfach nur durchschnetzeln, oder? Also mal ganz ehrlich, das ist ja, hat ja nun wirklich nichts mehr von Anspruch. Und noch mal kurz gesagt, wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Oh, guck mal, da steht ein Eingeborener. Was macht der denn hier? Ich meine, gut, die sind mit uns verbündet, aber sind das nicht eher die Piraten, die mit den Schiffen hergefahren sind und nicht die Eingeborenen? Aber wir hatten ja auch einen Eingeborenen im Lager, von daher kann man das schon vielleicht denken. Hey Junge. Capo Gucho, diese Insel ist verflucht. Diener von Magier und Tonka sterben. Böser Geist hier, große Gefahr. Kane hat mich geschickt. Ich soll überprüfen, wie es um die Waffenlager steht. Nicht gut. Böser Geist halten Waffenlager unter Kontrolle. Es ist zu gefährlich. Kämpfen gegen ihn. Ein böser Geist also. Was hat's denn mit dem auf sich? Für einen Tonka wirkst du stark verunsichert. Chi, Speere, die nicht töten, rote Flüsse, die Steine verschlingen. Hier ist nichts gut, Gucho. Die Ahnen waren mir nicht wohlgesonnen. Unser Auftrag wurde mit Blut beglichen. Ja, kannst du vielleicht mal genauer sagen, wovon du eigentlich redest? Blut, Auftrag, wovon redest du? Chi, Dakila ist stolzer Kämpfer. Doch er wurde Erwartungen von Guchos nicht gerecht. Auftrag war, Lager mit Waffen im Norden zu übernehmen. Doch ein böser Geist riss Tonka und Guchos in den Tod. Keine Waffen konnten ihm Schaden zufügen. Hm, das klingt ziemlich blöd, wenn ich ehrlich bin. Ein unsterblicher Geist
Könnte ein Problem sein. Wobei der Magier aber auch gesagt hat, den wir in der letzten Folge getroffen haben, dass er wegen seiner Geister unsterblich ist. Gut, bei dem haben wir es nicht ausprobiert. Den haben wir ja lieber überzeugt, für uns zu arbeiten. Aber unsterblicher Geist klingt eigentlich gut, denn ich denke... Ich werde mit dem Geist schon fertig. Ono, du kannst sterben. Geist nicht. Ja, das werden wir sehen. Du wirst Hilfe brauchen, Gucho. Wer kennt sich denn mit Geistern aus? Dieser Geist anders als Ahnen von Kila. Suche darum den Chaka der Dämonenkrieger auf. Du findest ihn unten beim Anlegeplatz. Ja, ich weiß. Ich habe mit dem Typen schon geredet. Stell dir vor, ich als Dämonenjäger. Hat außer dir sonst noch jemand überlebt? Chi, ein Gucho hat die Angst sein Herz zerfressen lassen. Schwacher Körper mit schwachem Geist. Aber Dakila kennt seinen Namen nicht. Seine Spur führt nach Süden. Nach Süden, okay. Irgendwo im Süden soll also noch einer sitzen. So, wow. Paar interessante Zauber. So, die Sache ist, ich würde aber mir gerne den Geist selbst erstmal angucken. Und dann will ich auch gucken, ich könnte mich natürlich direkt zum Lager zurück teleportieren, dann müsste ich den ganzen Weg laufen. Ich will erstmal gucken, ob es hier vielleicht einen Teleporter gibt. 40 Gold. Ach, da steht der Geist auch. Du bist der unsterbliche Geist? Ah, frisches Fleisch für meine Klingen. Das Blut deiner Freunde ruft bereits nach dir. Ich hab da so ein Jucken. Ich würde aber sagen... Ach komm, das sag ich jetzt einfach. Ich habe da so ein Jucken in meinem Fuß. Vor deinesgleichen habe ich keine Angst. Mir ist die Macht der Unsterblichkeit gegeben. Eure Waffen können mich nicht töten. Na, das werden wir ja sehen. Wir können uns doch sicher einigen. Was macht dich da so sicher? Die Anzahl deiner gefallenen Freunde. Und was diese Flotte da draußen angeht. Ich werde sie in Flammen tauchen und euer Vorhaben zunichte machen. Eure Schädel werden meine Trophäen sein. Und... Was hält dich davon ab, mich anzugreifen? Warum sollte ich? Du bist doch schon fast einer von uns. Die letzten Fragmente deines Geistes sind so gut wie ausradiert. Mit deinem Ableben würde ich dir also einen Gefallen tun. Na, wenn er meint, okay. Gut, die Frage ist, was tun wir? Erstmal den Schergen heilen. Ich meine, ich könnte ihn jetzt einfach angreifen. Beziehungsweise kann ich gar nicht, so wie es aussieht. Na gut. Gut, ich denke, wir reden mal mit dem Dämonenjäger. Sollte der wirklich unsterblich sein, also mit Kane, dann holen wir uns mal sicherheitshalber ein Hilfsmittel. Oh, ein kurzer. Ach du Scheiße, was ist hier oben denn los? Holen wir uns sicherheitshalber mal ein Hilfsmittel. Ich hatte eigentlich eher gehofft, dass ich hier einen Teleporter finde oder sowas. Ich meine, Hilfsmittel kann ja nicht schaden, das holen wir uns. Und wenn wir das Hilfsmittel gegen den Geist haben, dann werden wir den einfach herausfordern. Die Sache ist bloß, ich kann ja mal kurz gucken, haben wir eine Karte? Wir haben tatsächlich eine Karte von der Insel. Wir sind hier, der nächste Teleporter ist irgendwo hier. Ich würde gerne erstmal vielleicht einen Teleporter irgendwie in der Nähe suchen. Bevor ich den ganzen Weg nochmal laufen darf, da habe ich ganz ehrlich nämlich keine Lust zu. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal weiter in Richtung Süden, denn da soll ja noch einer von unseren Leuten sein. Oh, guck mal, Lindwurm. Und zack, zack, zack. Ey, der greift den falschen Typen an. Ganz ruhig, Kumpel. Wow, Dakila hätte es fast nicht überlebt. Krass. Hier, Heilung für dich. Habe ich den damit auch geheilt? Ja, nee, ich glaube, der heilt sich automatisch irgendwann einfach. Naja, gut, die können es halt, ne? Sind ja wie die Begleiter, die heilen sich ja auch einfach nach einer gewissen Zeit. So, ich meine, die Viecher haben jetzt eh alle keine Chance mehr gegen mich, weil ich so super schnell bin. Ich liebe diese Musik, also ihr könnt mir sagen, da ist noch so ein Vieh. Könnt mir sagen über das Spiel, was ihr wollt, aber die Musik ist geil. Auch wenn sie mal nicht, wie man vielleicht mal erwähnen müsste. Die vorherigen Soundtracks in Piganha-Bytes-Spielen waren ja immer von Kai Rosenkranz komponiert. Also gerade Gothic 3 hat er sich ja quasi einen Namen gemacht, wenn man so will. Was ist das denn hier eigentlich? Ah, ich komme ja nicht hoch, okay. Hat er sich ja mehr oder minder einen Namen gemacht. Aber ich finde auch der Horizon 3 Soundtrack, auch wenn der nicht mehr von Kai Rosenkranz ist, kann sich durchaus sehen lassen, ganz ehrlich. Oder hören lassen halt. Ganz ehrlich, der ist richtig geil. Also ich meine, sie haben, glaube ich, auch ein paar Soundtracks aus Risen 2 übernommen, wie zum Beispiel, wenn man einen Teleporter aktiviert, der kommt mir sehr aus Risen 2 bekannt vor. Aber diese neuen hier, die sind auch teilweise richtig geil. Da haben sie echt gute Arbeit geleistet. Und was ist das denn da, verdammt, für eine Festung? Da steht auf jeden Fall ein Golem davor, um den kümmere ich mich mal. Aber da ist auf jeden Fall ein Teleporter. Gut, dann nutze ich den gleich mal, um die Sache mit dem Geist zu erledigen.
und tschüss. Vielleicht ist in dieser Festung ja einer der Magier gefangen. Wie gesagt, die sollen irgendwie im Dreieck aufgestellt worden sein. Und das heißt ja, wenn die Insel überspannen sollen, dass die auch irgendwo am Rand der Insel sein müssen. Geht doch. So, Teleporter. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal zurück. Der Scherge kann ja hier bleiben. Ja, der ist eh fast tot. Sorry, Junge, aber du bleibst mal hier. Da runter. Und reden mal mit Kane. Dem können wir dann nämlich auch gleich sagen, dass wir schon ein bisschen was anderes auch erledigt haben. Ach, guck mal, der Magier ist jetzt auch da. So, Kane. Und zwar erstmal... Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Ja, Das Waffenlager hinter den zwei Türmen gehört jetzt uns. Perfekt. Dann droht aus dieser Richtung keine Gefahr mehr. Je mehr wir die Schatten schwächen, desto einfacher sollte uns der Kampf gegen sie fallen. Ich komme immer noch nicht auf die zwei Türme, klar. Kannst du mir etwas beibringen? Ich glaube nicht, ne? Natürlich. Aber ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Doch, Tatsache. Habe ich das vergessen, dann zu lernen, nachdem ich mir mein ganzes Geld gesammelt habe? Komm her damit. Ich möchte ein stärkerer Schwertkämpfer werden. Ah nein, werden. Ich weiß. Natürlich. Kein Problem. Ich habe ja gar keine Schwerter und Hiebwaffen, deswegen habe ich es gelassen, ne? Ja gut, ach komm, scheiß drauf. Hier, hau die Hiebwaffen hoch. Ich möchte besser mit Hiebwaffen umgehen können. Okay. Geht schon, ich will beim Nahkampf einfach ein Meister sein. So. Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Ja, du hast zu tun. Und zwar... Ja, bla bla bla. Das da. Wie kann ich einen Geist verwundbar machen? Du stellst Fragen. Besitzt du das Schwert der sieben Winde? Nein. Das Elixier der Verdammnis? Was für ein Zeug? Nein. Sag mal, wozu reist du quer über das Meer, wenn du außer Rum nichts bei dir führst? Rum hilft, mein Gott, ne? Außerdem... Ich bin Kämpfer und kein Lagermeister. Na schön. Dann müssen eben die alten Methoden ran. Unsere Vorväter trugen alle Amulette mit Insignien des Schutzes bei sich. Wer so ein Amulett trug, konnte sicher sein, dass Sphärenwanderer dem Träger auf Augenhöhe begegnen mussten. Sphärenwanderer? Geister, Dämonen, nenn sie wie du willst. Okay, und woher bekomme ich so ein Ding? Woher bekomme ich so ein Schutzamulett? Wenn es dir nicht gerade vererbt wurde, sehe ich schwarz. Mein Vater hat es mir überreicht. Er hat es von seinem Vater und... Ah ja, ich sehe schon. Für einen ungeduldigen Hau drauf, wie du es bist... 400 Goldstücke. Ach mein Gott, ganz ehrlich? Was dein Amulett angeht. Wir sind beide Dämonenjäger, wollt doch gerade sagen. Du verlangst von einem Dämonenjäger Gold? Jetzt komm mir nicht auf die Tour. Nur weil wir Waffenbrüder sind, heißt das noch lange nicht, dass ich Almosen verteile. Und doch wirst du in meinem Fall eine Ausnahme machen. Naja, ein Dämonenjäger sollte sich nicht an weltlichen Besitz klammern. Hier hast du es. Erstens mal das und zweitens mal erledige ich damit deine Drecksarbeit, die du nicht machst oder die sonst hier irgendjemand macht. Also mal ganz ehrlich, dass du mir ein Amulett gibst, dass ich die verdammte Arbeit machen kann, ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Was haben die sich denn da so? Also ganz ehrlich, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, ne, ich geb's dir nicht. Du kannst dann zwar deine Aufgabe nicht erledigen, aber scheiß ich doch drauf. Ich hab dir die Aufgabe zwar gestellt, aber... Naja, ich will bloß mal ganz kurz gucken, wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? Oh, nur noch 5.890 Gold. Ich muss vielleicht doch wieder ein bisschen aufpassen. Ich habe meine ganzen Besitztümer erst neulich verkauft. So, ich glaube, ich schwimme da einfach rüber. Und schon ist das Geld wieder alle. Ich meine, ich habe noch ein bisschen was zum Verkaufen. Ich habe noch ein bisschen was gefunden. Das ist ja nicht das Problem, aber trotzdem. Ich hätte gedacht, ne, wir waren ja ungefähr bei 20.000 Gold danach wieder, ne? Und inzwischen wieder alles für das Lernen ausgegeben. Aber ich meine, wir haben jetzt Kampf vollständig gelernt. Wir haben Härte vollständig gelernt. Das Einzige, was noch fehlen könnte, ist vielleicht Magie. Aber ich glaube, das hatten wir eigentlich, zumindest von dem, was wir lernen können, schon vorher vollständig gelernt gehabt. So, mein Freund. Ach, wisst ihr was? Ich habe noch 6 Feuerregen. Dann nutze ich jetzt mal einen. Jetzt gibt's... einen ordentlichen Regen. So, mein Kumpel. Deine Unsterblichkeit ist Geschichte. Du wagst es, an meiner Macht zu zweifeln? Dieses Amulett nimmt dir deine Macht. Was? Wo hast du das her? Her damit! Das kannst du vergessen. Meine Geduld mit dir findet nun ein Ende. Mach dich bereit zu sterben. Na, ja, das werden wir mal sehen. Hier. Wow. Alter, der hat Zauber drauf. Ja, der Feuerregen wirkt. So.
Oh, der war vollkommen overpowered, der Feuerregen, kann das sein? Ach, und den Typen kann ich nicht mal looten. So, Heilung. Ja, ja, ganz ruhig. Muss nicht mehr regnen. Kann das auch mal wieder aufhören? Ich glaube, das geht so lange, weil wir so hoch Magie geskillt haben. Ich glaube, da geht die... ist die Dauer erhöht dadurch. Je mehr Kristallmagie... Also es zählt eigentlich Kristallmagie, aber wenn wir Normalmagie erhöhen, erhöhen wir automatisch ja auch Kristallmagie. So, mein Freund. Der Geist hat sich in Luft aufgelöst. Uwamba, Gucho. Großes Voodoo du beherrschst. Ja. Und ist wieder sicher. Ja. Wie konnte der Wellenkrieger das schaffen, wo Dakila versagt hat? Das ist ja schon wieder so ein Lindwurm im Hintergrund gewesen. Ach komm, wir sind mal ehrlich. Ein Amulett der Dämonenjäger half mir dabei. Chi, großes Voodoo auch bei anderen Völkern. Mächtige Freunde unter ihnen. Hier, dieses Kipawa ist für dich. Du hast die Last von Dakilas Schultern genommen. Ja, kannst du mal sehen. Wo kommen denn diese ganzen Lindwürmer immer her? Ja, wahrscheinlich patrouillieren die hier so rum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will aufpassen, weil die Viecher sind durchaus stark und können dann auch mal den ein oder anderen NPC ordentlich angreifen. Wobei ich gar nicht weiß, ob NPCs insgesamt überhaupt sterben können. Ja, ab in die Lava mit dir. So, und weil ich unglaublich faul bin, nutze ich den Teleport. Und jetzt erkunden wir mal diese riesige Festung da. Oh, eine Muschel. Oh, hier liegt was Süßes. Ich habe übrigens immer noch nicht die ganzen Muscheln geöffnet. Glaubt ihr, ich schaffe das noch? Oh, wisst ihr was? Das machen wir dann. Das machen wir dann. In der letzten Folge öffnen wir einfach die ganzen Muscheln. Oder ich öffne sie vor der letzten Folge oder so. Ein Schwachsinn. Einfach aus Prinzip. Das hätte doch was, oder? So, Freunde. Und rohem Fisch. Was will ich denn hier noch mit rohem Fisch? Ich will nur die Muscheln. Oh, ein Seelenfresser, oder? Ist das nicht so ein Seelenfresser? Ja gut, der hat ja auch keine Chance. Zack. Ah, ich sehe so gut aus, wenn ich zauber. Wenn ich auch noch treffen würde, würde ich auch wirklich gut aussehen. Ah, guck mal, ich habe nicht mal mehr die Runenhaut drin und die machen schon gar keinen Schaden mehr. Also, die Runenhaut ist inzwischen gar nicht mehr so mächtig, weil ich einfach so schon so mächtig bin. Hallo, ihr beiden. Muss man da mal ganz klar sagen. So, wollen wir nach oben oder erstmal hier unten gucken? Ich gehe erstmal in die Richtung, weil auf der anderen Seite habe ich gerade schon Skelette gesehen. Oh, ein Schattenwächter. Mal wieder. Dahinter ein Magier. Das ist eine böse Kombination. Wobei, nicht für mich. Ja. Dim, dim, dim. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Sitzt hier auch jemand? Da drin ist ein Hebel. Aber wahrscheinlich nur drinnen. Na gut, dann gehen wir erstmal unten weiter und klettern diese Festung hinauf. Wahrscheinlich kommen wir dann von innen irgendwie da wieder raus dann. So, erstmal unten lang. Ich erkunde jetzt erstmal den Weg hier unten, bevor ich mich nach oben kraxel. Weil da hinten waren auf jeden Fall noch Skelette. Beziehungsweise ein Skelett halt. Bam, bam. Ich brauche sogar nur noch zwei Magieschläge für die. Ist ja echt krass, also... Es ist ja echt, es gibt ja wirklich gar keinen Gegner mehr. Also dafür, ich muss mal sagen, ich finde es ja gar nicht mal so schlimm, wenn man auf der letzten Insel das Ganze noch ein bisschen länger ausschlachtet, sag ich mal. Also ausschlachten klingt so blöd. Aber ich meine, in Gothic 2 gab es ja auch nochmal eine Insel Irdorad. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Gothic 2 war auch Irdorad noch halbwegs gefährlich. Weil da irgendwie die Gegner generell aber auch gefährlicher waren. Ich finde irgendwie, das ist halt das Problem an Risen 3. Keiner der Gegner ist wirklich gefährlich. Es gibt eigentlich wirklich nur zwei gefährliche Gegner. Das sind Schattenlords, aber die sind nach einer Weile eigentlich auch nicht mehr weiter gefährlich. Und es gibt Lindwürmer, weil die halt so mega viel Schaden austeilen. Aber ansonsten gibt es nicht einen Gegner, wo du wirklich sagst, der ist am Anfang gefährlich, der ist auch noch am Ende gefährlich. Also, ich meine, Golems dauern am Anfang, ja, aber insgesamt, nee, irgendwie ein bisschen traurig. Ich meine, wie gesagt, wir spielen auf dem verdammten höchsten Schwierigkeitsgrad. Gut, ich gebe es ganz ehrlich zu, wenn ich wahrscheinlich den höchsten Schwierigkeitsgrad von Anfang an eingestellt hätte, wäre es wahrscheinlich zu dem ein oder anderen Tod mehr gekommen, den ich am Anfang noch durch Rollen, dem ich am Anfang noch durch Rollen entweichen konnte, weil das ja... Nein! Weil das ja mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad nicht mehr gegangen wäre, aber insgesamt hätte es jetzt auch nicht so viel Unterschied gemacht, müssen wir mal ganz klar sagen, ne? So, hier warten noch mehr von diesen Schergen. Noch mehr getötet zu werden. Hallo, Magier. Das ist eine schlechte Sache, muss ich sagen. Okay, der haut doch noch ein bisschen rein. Wow!
mal ein bisschen Challenge, aber auch nur, weil ich meine Buffs nicht nutze. Aua, ich komme nicht weg. Ich brauche mal, das Problem ist, ich habe gerade keine Zeit zum Aufladen und ich bleib die ganze Zeit irgendwo hängen. Das ist doch zum Kotzen. So. So, jetzt aber. Ich habe einfach keine Zeit, diesen Scheiß aufzuladen. Jetzt. So. Gut, das war einmal jetzt, dass ich noch... Gut, die Schatten... Ja gut, ich sag mal so, die Schattenkrieger sind jetzt aber auch nur gefährlich, weil ich auf, weil ich einfach manchmal ab und zu noch ein bisschen Bock habe, die Magie zu nutzen. Ich meine, an sich müsste ich ja nicht mal die Magie nutzen. Ich könnte ja einfach sagen, ich spiele die ganze Zeit nur auf Schwert. Was da unten sieht da interessant aus. Ich spiele die ganze Zeit nur auf Schwert, da hätten die ja auch keine Chance, weil mit dem Schwert bin ich ja deutlich schneller dran als mit der Magie. Ich glaube, hier war gerade... Ja, da waren tatsächlich noch welche. Von daher kann man sagen, dass der eigentlich auch kein Problem wäre, wenn ich... Ich sag mal, ich sag's ganz ehrlich, wenn ich ernst spielen würde, wäre der Typ einfach auch null Problem. Der ist jetzt nur ein Problem, weil ich halt ein bisschen Spaß haben will mit der Magie. Ich sag's halt ganz ehrlich... Oh, ist das eine... Ich sag's halt ganz ehrlich, die Magie ist cool. Und deswegen spiele ich mit ihr. Sie sieht einfach geil aus. Oh, Tag auch. Ihr erwartet mich nichts. Wisst ihr was, ich hau mal den wieder rein. Falls hier wieder ein Schattenwächter gleich kommt. Was haben wir denn hier? Da laufen irgendwelche Erzgolems rum. Na gut, dann ab nach unten. Ah, Skelette. Stimmt, die kann ich ja nicht sehen. Einer der wenigen Punkte, die ich ja in der Astralsicht nicht sehen kann. Ach, da kommt doch gleich ein Ghoul raus, oder? Ja. Als ob, Freundchen, als ob. Ich meine, die Überraschungen sind am Anfang auch noch interessant, aber inzwischen wäre die, selbst wenn er mich überrascht hätte, wäre es nicht schlimm gewesen, weil er mich eh nicht kaputt gehauen hätte. Oh, hallo. Als ob. Oh, guck, da liegt ein Teleportstein. Gut, davon habe ich ja gar keine mehr. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass noch so viele Teleporter hier auf der Insel... Sag mal, bin ich irgendwie falsch abgebogen? Ach, da geht's runter. Ah, und da sind wir auch schon bei den Erzgolems. So. Mal sehen, was die hier bewachen. Ja, komm, ihr habt doch keine Chance gegen meine Magieangriffe. Oh, noch ein Erzgolem. Oh, guck mal, da hängt einer. Kann das sein, dass das Eldrick ist? Ja, ich glaube, das ist der alte Eldrick. Dann befreien wir unseren Mentor quasi als erstes Mal. Wobei, das ist ja nicht wirklich unser Mentor, aber ihr wisst, was ich meine. Zack. So. Der hat auch kaum Schaden gemacht gerade. Hey, Eldrick. Na, was geht? So, wie auch immer wir das immer wieder hinkriegen, die Leute einfach aus diesen Fesseln zu befreien. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wie weit sind deine Vorbereitungen? Wofür? Du bist doch nicht den weiten Weg hierher gekommen, nur um einen alten Mann zu retten, oder? Du willst Nekrolot aufhalten. Ja, wenn ich es kann. Das kannst du, mein Freund. Du brauchst nur deine alte Stärke wieder. Du hast so viel schon gelernt und überstanden. Du bist deinem Ziel schon sehr nah. Ich habe deinen Geist irgendwo in der Mitte dieser Insel gesehen. Ja, den habe ich getroffen. Geh und vereinige dich mit ihm. Gemeinsam habt ihr eine Chance, unseren Feind zu bezwingen. Was wirst du tun? Ich helfe dir am meisten, wenn ich die anderen im Kampf gegen die Schatten unterstütze. Die dunklen Krieger haben ihre Mission fast vollendet. Wohlan denn. Wir sehen uns, wenn du Nekrolot erledigt hast, mein Freund. Ja, Kumpel, das Problem ist, ich kann mich mit meinem Geist nicht vereinigen. Weil ihr Nekrolot zu viel Macht gebt. Okay, gut. So, dann gucken wir uns hier den Rest noch an. Und dann haben wir Eldrick befreit. Jetzt würde mich aber ganz kurz nur mal interessieren. Okay, hier ist einer der Magier gewesen. Er hat auch was von einem Dreieck gesagt. Also wenn hier ein Punkt ist, wahrscheinlich irgendwie so, ne? Er hat ja nicht gesagt, dass es ein gleichseitiges Dreieck sein muss. Wahrscheinlich sowas irgendwie. Also ich meine, hier oben waren wir ja auch schon. Da war nichts. Hier sind wir lang geklettert, ich erinnere mich. Hier waren wir ja überall. Hier war auf jeden Fall nichts. Hier in der Mitte waren wir. Dann sind wir hier hoch und darüber, genau. Den Bereich haben wir ja abgesucht. Es fehlt also noch der und der Bereich. Dann ist wahrscheinlich einer noch hier und irgendeiner noch hier unten. Vermute ich mal. Na gut, so viel dazu. Hoch da. Wie ist Eldrick jetzt hier eigentlich rausgekommen? Hat er sich einfach teleportiert? Hätte er mich nicht mitgehen können? Gut, ich meine, ich wollte jetzt nicht unbedingt mitgenommen werden, aber er hätte ja wenigstens fragen können. Ach ja,
Ich glaube, genau das ergibt Sinn. Jetzt sind wir wieder hier. Ich frag mich ja immer, wer solche Geheimgänge baut und warum. Und warum steht da eine Angel? Also ich meine mal ganz ehrlich, was ist denn das für eine Insel? Also ich hatte gedacht, das hier ist die Insel der Schatten, die durch die Schatten erschaffen wurde erst. Und jetzt steht hier eine Angel. Heißt das, die Insel war früher bewohnt? Von wem? Ich dachte, das hier wäre der Ursprung aller Schatten. Das hier wäre quasi die Insel der, ja, wie gesagt, die Insel der Schatten. Warum hat hier jemand geangelt? Verdammt nochmal. Warum gibt es auf der Insel der Schatten überhaupt essbare Fische? Hier sollte alles unglaublich verdorben sein. Aber naja, gut. Soll mich mal nicht weiter stören. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns weiter auf in Richtung Süden, denn irgendwo im Süden sollen wir ja noch einen Typen finden, der geflohen ist. Und... Oder meinte er den Typen, den wir da oben gefunden haben? Nee, das wäre ja aber nicht Süden gewesen. Süden ist ja in der Richtung. Gucken wir, ob wir den Typen finden, der geflohen ist. Und schauen mal, ob wir die anderen Magier finden. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.